Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank fürs Wort. Es ist schon viel gesagt worden, es ist eine Gesetzesvorlage des Senats, die, bei der man so ein bisschen den Rahmen sucht und den roten Faden, aber das ist ja oft so. Gehen wir die einzelnen Punkte mal durch. Ich kann nicht feststellen, dass es jetzt nur die Linksfraktion als Oppositionsfraktion war, die die guten und wichtigen Änderungen bezogen auf die Gesamtkonferenz, die in Einbeziehung der nichtpädagogischen oder der Koordinierenden für die Ganztagsschule in die erweiterte Schulleitung und so weiter, also diese Öffnung der wichtigen Gremien gefordert hat. Das waren nämlich auch die Piraten. Ich höre dann auch gleich auf mit dem Wer hat zuerst gesagt Spiel. Ich glaube, das passt dann nicht. Wir finden das gut, was in Nummer 2 und 9 vor allen Dingen steht. Wir finden auch gut, dass die unter Nummer 8 die Personal, das ist ja eine Vorgabe der Europäischen Kommission, die Personalzahlen und Entwicklungen auch in die Bildungsstatistik mit einfließen. Das macht uns im Parlament die Arbeit sicherlich einfacher und darüber haben wir auch mehrfach geredet. Was wir nicht gut finden, was dann auch in der nächsten Woche stattfindenden Beratung dieses dieser Gesetzesvorlage im Bildungsausschuss sicherlich Thema werden wird, ist, was Sie unter Nummer 5 und Paragraph 55 in das Gesetz schreiben. Da machen Sie eine kleine, aber sehr wichtige Änderung. Sie ändern nämlich den Ort für die verpflichtende Sprachstandsförderung zu Tageseinrichtungen. Damit meinen Sie dann eben genau das, was wir schon befürchtet haben, als Sie beschlossen haben, diese verpflichtende Sprachstandsfeststellung einzuführen in der Form, nämlich eine Kita-Pflicht durch die Hintertür. Da müssen wir nochmal über die Auswirkungen reden. Politisch wird es dann interessant, aber auch nicht neu in Nummer 4, Paragraph 42, das Einschulungsalter, da ist schon viel darüber gesagt worden. Der Senat hat vor über einem Jahr beschlossen, das zu machen. Ja, am 5. Januar, wenn ich mich richtig erinnere, 2015. Schlussendlich wird im Durchschnitt das Einschulungsalter um 3 Monate angehoben. Das ist jetzt auch, naja, gut, ist der große Wurf der CDU und der Grünen vielleicht, das auch erst in 2017. Es gibt extrem komplizierte, da bin ich mal noch sehr gespannt, wie sich das auswirkt, Übergangsregelungen bis dahin, ja, also die sich dann über so Halbjahresfristen und Vierteljahresfristen Gedanken machen. Das ist auch gut, dass das im Gesetz steht, Frau Senatorin, wäre ja schlimm, wenn es fehlen würde, aber es ist sicherlich nicht ganz einfach zu lesen und wie es dann bewerkstelligt wird, ist eine andere Frage. Die Begründung ist ganz interessant und da weise ich nochmal auf das hin, was ich auch schon mehrfach an der Stelle gesagt habe. Ja, Sie haben eine Studie in Auftrag gegeben, da steht drin, dass die frühe Einschulung nicht zu mehr Leistungen geführt hat oder mehr Leistungsfähigkeit und besseren Leistungen bei den Kindern. Da steht aber nicht drin, und das steht aber in der zumindest offiziellen Begründung des Senats aus diesem Beschluss, dass mit einer späteren Einschulung mehr Leistungsfähigkeit zu erwarten wäre. Steht da nicht drin. Das ist das Problem mit der Korrelation, der Kausalität. Was aber sehr wohl drin steht, und da stimmt diese Studie mit der Wissenschaft überein, das hat mir auch der Staatssekretär Rackles in einer kleinen Anfrage bestätigt, habe ich alles schon mal erzählt, dass, und Frau Schibora hat es auch erwähnt, dass Kinder eben, um es genau zu machen, mit einer Varianz von plus minus 2 Jahren ein gewisses Entwicklungsstadium erreichen, das wir als beschulungsfähig oder einschulungsfähig bezeichnen würden. Das heißt, darauf wäre zu reagieren und nicht auf einen Elternwunsch, der verständlich ist, aber vor allen Dingen dadurch betrieben wird, dass nur die Senatorin der Diskussion nachgekommen ist und die Rückstellung vereinfacht hat. Es wäre darauf zu reagieren, wie die Kinder, die einen unterschiedlichen Entwicklungsstand haben, egal welchen Alters sie in die Schule kommen, denn bindifferenziert in den Schulen aufgenommen werden, wie sie individuell gefördert werden, wie sie gemäß ihres individuellen um plus minus 2 Jahre sich unterscheidenden Entwicklungsstand in der Schule zu Leistungen, Leistungsbereitschaft, zum Lernen gebracht werden und Spaß am Lernen haben werden. Das wäre im Sinne der Inklusion sinnvoll, das wäre im Sinne der Wissenschaft sinnvoll, das wäre im Sinne der Eltern sinnvoll und es wäre im Sinne der Kinder sinnvoll. Noch etwas zu der Rückstellungspraxis. Das, was ich schon gelobt habe in der letzten Zeit aus der Diskussion heraus, nämlich dass die Senatorin die Rückstellung vereinfacht hat, das wird mit diesem Gesetzesvorschlag wieder aufgehoben. Da steht nämlich nichts vom Bürokratieabbau drin. Da stehen genau die harten Kriterien drin, die wir vorher schon für Rückstellung kannten, nämlich, dass es eine Stellungnahme der Tageseinrichtung geben muss, dass der schulpsychologische Dienst etwas dazu sagen muss. Damit macht man das eben nicht flexibler, wie es notwendig wäre, ganz im Gegenteil, und das hilft dann auch nicht. Noch ein Punkt zu dem, was auch Frau Kittler angesprochen hat, unter Nummer 3. Das ist auch wieder so ein typisches Beispiel für: Wenn man Inklusion halt nicht richtig macht, dann funktioniert es auch nicht.
Ja? Sie können nicht mit Quoten arbeiten und dann über Inklusion nachdenken. Dann kriegen Sie extreme Probleme, wie Sie jetzt hier eben vom Oberverwaltungsgericht auch aufgegeben haben. Ab wann ist es denn eine inklusive Beschulung? Ab wann haben denn Kinder das, oder ab wann muss man denn eine eigene Klasse vorhalten, wenn man nicht inklusiv beschult? Sind 2 oder 4 in ISSen oder Grundschulen pro Klasse richtig, eine richtige Quote? Das ist alles unnötig oder könnte unnötig sein, wenn Sie sich für die Inklusion wirklich einsetzen würden, wenn sie die Rechtssicherheit herstellen würden im Sinne eines Inklusionsrechts oder eines Rechts auf inklusive Beschulung. Das sind alles Probleme, die Sie nicht hätten, wenn Sie es richtig machen würden. Und dazu möchte ich Sie auffordern. Die Linken haben einen sehr guten Änderungsantrag dazu gestellt. Das könnte man auch in einem ganzen Paket machen. An der Stelle passt es ebenfalls. Vielen Dank.